Schmerzen und eine Instabilität im Daumen. Das hatte Frau Renate Neuhauser bis vor wenigen Monaten noch. In diesem Video erzählt sie uns, wie ihr eine Operation mit der Shark Screw geholfen hat, die Symptome wieder in den Griff zu bekommen. Frau Neuhauser, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, über Ihre Erfahrungen zu sprechen. Was waren denn die Symptome bei Ihnen? Ja, ich konnte nichts mehr greifen. Es war mir unmöglich. Ich konnte kein Glas in die Hand nehmen. Ich hatte Schwierigkeiten beim Essen. Mein Mann musste mir auch das Essen zurechtschneiden und ich habe dann eben einen Löffel oder eine Gabel genommen in die linke Hand. Das war natürlich irrsinnig schwierig, denn ich bin ein ausgesprochener Rechtshänder. Also ich mache praktisch alle Sachen, wenn es geht, nur mit der rechten Hand. Und auf einmal ging es nicht mehr. Am ärgsten war es zum Beispiel beim Aufziehen der Rollläden. Oder auch beim Runterlassen, denn ich konnte sie nicht zunehmen, also das da und ich, sondern ich musste da zwischen Zeigefinger und Mittelfinger da einklemmen und dann eben hochziehen, mühsam hochziehen. Das geht dann nicht so einfach. Und ich habe dann gesagt, nachdem ich in einem Krankenhaus war in Linz und die mir einfach sagten, nein, das ist nur eine Verstauchung, nachdem sie Röntgen und Ultraschall gemacht haben. Und ich habe mir natürlich dann gedacht, ja gut, da muss ich Geduld haben, bis das besser wird. Ich habe aber dann gemerkt, es wird nicht besser. Und dann hat mir mein Mann geraten, den Herrn Dr. Bastl aufzusuchen, denn er kennt ihn, weil seine beiden Knie von ihm operiert wurden. Und ich habe ihn dann aufgesucht und der hat mich zum Röntgen geschickt und dann bei der Besprechung sofort gesagt, da ist ja alles kaputt. Also Ihr Daumen ist instabil und ja, deswegen können Sie ja dann nicht mehr greifen. Ja. Was hat er Ihnen dann empfohlen zu machen? Ja, es war natürlich, er hat gesagt, es bleibt mir nichts aus, ich muss mich operieren lassen. Das war mir irgendwie auch schon klar. Ich bin dann ins Krankenhaus und am Tag vor der Operation ist er noch einmal zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich mich eventuell für eine Studie zur Verfügung stelle. Hat mir das erklärt mit dem Shark da. Und ich habe gesagt, ja, ich habe natürlich keine Erfahrung, ich weiß es nicht, aber ich bin an und für sich ein positiver Mensch auch und ich probiere es einfach aus. Also für Sie haben durch die Shark Screw diese positiven Eigenschaften, dass man das Metall nicht mehr entfernen muss, überwogen. Und deswegen haben Sie dann vor einigen Jahren gesagt, gut, ich möchte bei dieser Studie teilnehmen und auch schauen, ob das wirklich besser funktioniert als eine andere Methode. Ja. Gab es für Sie persönlich irgendeine Alternative zur Operation? Oder war es für Sie klar, dass... Es hat eigentlich keine Alternative gegeben. Nein. Wie geht es Ihnen heute mit dem Daumen? Ist er wieder stabil? Was können Sie machen? Ausgezeichnet, muss ich sagen. Also ich denke jetzt nur, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, das Grab meiner Eltern wieder gepflegt und es jammern heuer alle, es ist alles voll Gras rundherum. Ich habe jedenfalls 2 Stunden nur ausgezupft, denn ich mag keine Mittel zum Spritzen, zum Sprühen, sondern das mache ich alles mit meinen Händen. Und es war dann so weit, ich konnte da nicht einmal beim Zeigefinger mehr draufgreifen. So hat das wehgetan vom Ausreißen, aber der Daumen nicht. Mhm. Ihr Daumen grundlegend ist ja versteift worden. Wie schaut es mit der Beweglichkeit aus? Können Sie trotzdem noch... Mein Mann sagt zwar, Auto stoppen sollte ich nicht mehr mit dem Daumen. Aber das Daumenendgelenk ist noch, glaube ich, ganz gut bewegbar, gell? Ja, genau. Nur beim Daumengrundgelenk. Ja. Mhm. Ja, da gibt es überhaupt nichts. Wenn jetzt eine Freundin zu Ihnen kommen würde mit denselben Symptomen, die Sie damals gehabt haben, was würden Sie ihr empfehlen? Dasselbe. Ich würde ihr sagen, bitte lass dir das machen. Es kann nur von Vorteil sein. Mhm. Oder es ist auch nur vom Vorteil. Also für Sie haben da ganz klar auch bei Ihrer Operation die Chancen einfach den Risiken her überwogen. Ja.
Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat oder Sie generell Interesse an Operationsvideos haben, dann würden wir uns über ein Like bei diesem Video freuen. In diesem Sinne, bis bald.